Jo, servus die Madeln und grüß euch die Buben. Ja Freunde, es wird halt wieder extrem heiß und ich gehe mal ein bisschen in mein Nachlager. Ich betone das jetzt absichtlich einmal so und ja, noch ein bisschen Zeit dort verbringen. Und was ich da genau vorhabe diesmal, erkläre ich euch dann dort in Ruhe. Also, schauen wir rauf. Ja, angekommen, so wie es ausschaut. Hat sich auch hier nicht viel verändert. Ja, viele werden sich jetzt natürlich fragen, ja, was hat der Kerl jetzt vor? Jo, mir ging da schon ein paar Monate was durch den Kopf. Und ich sehe das immer auch in anderen Videos. Und das werde ich jetzt komplett in die andere Richtung umsetzen, nämlich quasi wirklich back to the roots. Aber dazu machen wir es jetzt einmal gemütlich und dann erkläre ich euch wirklich, was ich vorhabe. Ja, für diejenigen, die vielleicht den gleichen Stuhl haben, das ist ja immer ein Problem hier zum Einhängen. Da habe ich eigentlich Folgendes herausgefunden. Man stellt es auf die Vis-à-vis-Kante, dann kann man das super biegen. Und das geht verdammt leicht rein. Ja, so ist genau die am Rande. Ja, Freunde, was habe ich jetzt vor? Ganz einfach. Ich sehe immer mehr, dass Leute Lager bauen in den Wäldern. Bin mir sicher zu 99% illegal, dass das eigentlich mit keinem Einverständnis ist. Vom Förster, Jäger, Besitz oder Sondergleichen. Gut, eine Ausnahme ist mein Freund Kaffeechaos Uwe in diesem Sinne. Servus Uwe. Der hat sich ja hier quasi ein Hotel erbaut, aber mit dem Einverständnis des Besitzers, des Försters. Dann schaut das andere schon ganz anders wieder aus. Und natürlich ist auch hier meine Feuerstelle und alles illegal und dadurch habe ich mich entschlossen, ich werde das komplett beseitigen. Ich werde hier alles aufräumen, ich werde meine Feuerstelle entsorgen. Ich werde mein fertiges Holz hier in der Gegend verteilen und auch alles mitnehmen, was hier ist, Grillgitter und so. Also jegliche Schnur, die hier um und um gespannt ist noch, werde ich alles beseitigen und mit nach Hause nehmen. Damit eigentlich sich dieser Platz wieder erholen kann und eigentlich seinen Ursprung zurückgeführt wird, also quasi ein wunderschönes Plätzchen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem hierher kommen kann. Stört mich ja nicht ohne weiteres. Ich habe hier schon schöne Nächte verbracht. Möchte ich auch nicht missen und werde ich auch sicher wiederholen. Aber heute, ich habe mein Zeug ja sowieso immer alles dabei. Ich weiß, ein Lagerfeuer ist natürlich was Besonderes, aber hier innen ist es vielleicht sowieso nicht das Optimale. Wenn ich wirklich ein Lagerfeuer machen will, gehe ich rauf zum Steinbruch. Dort habe ich eine riesengroße Feuerstelle und dort kann auch nicht so viel passieren. Jo, in dem Sinn, lange Rede, kurzer Sinn, werde ich jetzt schon langsam anfangen und hier meine Feuerstelle zum Entsorgen, das Holz zum Entsorgen und ja, jetzt räumen wir mal das Lager auf, eigentlich in den Ursprungszustand. Und dann möchte ich hier noch eine schöne Zeit verbringen, ein bisschen, natürlich Käffchen dabei und ein bisschen relaxen. Ja, ich werde einmal anfangen mit den Steinen vom Lagerfeuer zum Entsorgen. Die werden da gleich hinunterkugeln, wo ich sie geholt habe. Yeah.
Die Steine werden einmal weg. Und werden noch ein bisschen hier das Asche entsorgen. Die Feuerstelle schaut mir halbwegs gut aus. Und jetzt gehen wir hier auf das Holzlager noch. Das Plastik fährt natürlich mit nach Hause. Ja, ich denke, das schaut gut aus. Den Besen lege ich dann auch noch. Das Einzige, was ich mir wirklich aufhebe, sind meine zwei Steher. Also will ich nicht jedes Mal was schnitzen, wenn ich wirklich daherkomme. Die lasse ich da drinnen stehen. Und die wird da auch keiner so schnell finden. Da drehen wir es um, spitz unten, fällt es noch weniger auf. Und ich finde es auch nicht mehr. Vielleicht ein Drecksack. Ja, mein Grillgitter fährt natürlich auch mit heim. Das werden wir natürlich auch aufmachen. Ja, das hält gut. Die Schnur. Gefällt mir auf alle Fälle mal besser. So, jetzt mache ich mir noch einmal ein Käfchen, dass es ein bisschen gemütlicher wird. So, ja, den brauche ich nicht mehr. Eigentlich einen kleinen Tisch mitgebracht. Kleiner Tisch, es ist eigentlich ein Klappstuhl. Habe ich den Klappstuhl ausgegraben. Na, Spaß ohne. Habe ich mir irgendwann gekauft. Sollte eigentlich zum Sitzen sein, aber ja. Alter, was für Popschel passt da drauf? Na, meins nicht. Jo, jetzt ist es halt ein Tisch geworden. Ja, also bei den Temperaturen ist, glaube ich, Gas noch das erste mit offener Flamme. Da gibt es keinen Funkenflug. Man kann das super regulieren. Ja, wir werden heute wahrscheinlich wieder über 30 Grad bekommen. Ist bei uns jetzt auch extrem warm. Ja, im Augenblick habe ich den kleinen Titanbrenner. Der sollte da vollkommen reichen. Ich weiß, der zischt so etwas. Der ist nicht so leise wie mein Dachs. Was ist? Schleicht sich? Guck mal, die Gößen jetzt her. Ja, das geht natürlich schon. Ratsatz mit dem Gasbrenner, das ist klar. Ja, Freunde, dann wieder mein allseits bewährter Gruß an meine Kranken und die nicht raus können. Und dann, wie immer, an den Rest. Prost, Freunde. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, das alles aufzulösen hier. Ah, Gößen gestochen. Shit. Und ja, wie gesagt, ich kann ja trotzdem jederzeit hierher kommen. Ich habe mein Zeug ja sowieso immer dabei. Und vom Plätzchen her ist es ja super da herinnen. Ja, und sollte das wirklich einmal zufällig wer finden, dann schaut es auch nicht so aus, wie wenn hier wer
ein Lager gehabt hätte oder hat. Jetzt nicht mehr. Ah, mein Besen muss ich dann auch noch zerlegen. Dann muss man schauen, vielleicht kehrt er noch zusammen vorher. Dann packen wir halt wieder schön langsam zusammen. Ja, der Vorteil von Gas ist natürlich, da gibt es keinen Ruß drauf. Das ist natürlich auch was, was enorme Vorteile bringt. Ja gut, Freunde, ich werde jetzt fertig zusammenpacken, dann ein bisschen mein Ex-Lager kehren. Den Besen muss ich dann auch noch zerlegen. Und dann geht es wieder Richtung Heimat. Ja, vielleicht noch einmal ein letzter Blick hier drüber. Wie gesagt, das werde ich so lassen. Ich denke mir, dass da wohl sicher was nachwachsen wird. Ja, wird zwar einige Zeit dauern, aber ja, hier wo mein Holzlager war, ich glaube, dann erkennt man auch nichts mehr. Und hier bei der Feuerstelle schaut es auch relativ super aus. Also ich habe alles weit weggeschupft, habt ihr ja gesehen. Alles verteilt in der Gegend hier. Fällt hier auch gar nicht auf. Und ja, alles eingepackt. Jetzt bin ich zufrieden. Das gefällt mir auf alle Fälle besser, so ohne Lager, so fixes. Wie gesagt, da kann ich hingehen, jederzeit, wenn ich will. Und mein Zeug habe ich sowieso immer dabei. Das ist mir lieber. Und es kann auch keiner finden. Und Blödsinn damit anstellen, vielleicht mit der Feuerstelle. Weil ich glaube, da ist einer und kann ein Feuer entzünden. Nein, das ist mir das Ganze nicht wert. So, und jetzt gehen wir schön langsam wieder retour. Ja, und ich melde mich dann halt unten wieder bei euch. Bis gleich. Ja, Freunde, bin fast wieder herunter angekommen. Nur mehr ein paar Schritte bis zum Auto. Und ich sag mal wieder, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und man sieht sich und servus die Malung und vierte die Burm.